Die Schule an der Triesnitz im Buchenweg am Rande von Altwinzerla war die erste staatliche Grundschule Thüringens, in der die Schuleingangsphase optimiert wurde. Das heißt, es gibt hier keine Klassen, sondern altersübergreifende Lerngruppen und dadurch ist es möglich, die ersten beiden Schuljahre auf 3 Jahre auszudehnen oder auf 1 Jahr zu verkürzen. Gemeinsam leben und lernen in einem Haus ist das Motto der integrativen Grundschule. 30 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf lernen hier gemeinsam mit allen anderen. Wir versuchen ganz einfach, diese Schüler mit Handicaps im Schulalltag zu integrieren. Ja, sie werden ganz einfach in den Lerngruppen mit beschult. Und unser Unterricht ist dann so gestaffelt, dass wir unterscheiden einmal im Kursunterricht. Das heißt, da wird in homogenen Gruppen unterrichtet, beziehungsweise in Kursen für die Lernbehinderten, körper- und geistig Behinderten. Und dann einmal in den Freiarbeitsphasen. Dort sind alle Schüler gemeinsam im Unterricht und arbeiten auch alle an einem Thema, aber eben Lernziel different, das heißt auf verschiedenen Niveaustufen jedem angepasst. Auch das behindertengerechte Schulhaus an sich wurde den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schüler angepasst. Braucht ein Kind Zeit zum Entspannen, so steht ihm ein sogenannter Snuselraum zur Verfügung. Nach dem Unterricht ist eine Hortbetreuung bis 17 Uhr möglich, in der auch einige Arbeitsgemeinschaften angeboten werden. Und auch das Außengelände der Schule kann sich durchaus sehen lassen. Ja, also wir haben vielfältige Möglichkeiten auch geschaffen. Neben einer Streetsoccer-Anlage, einen großen Spielplatz, vielfältige Möglichkeiten auch zum Basketballspielen haben wir auch unsere Turnhalle nebenan, beziehungsweise einen Sportplatz, der gemeinsam mit dem Ernst-Abbe-Gymnasium genutzt wird, in einiger Entfernung, 150 Meter weg. Gemeinsam leben und lernen in einem Haus kann schwierig werden bei über 200 Schülern. Aber auch da haben die 30 Mitarbeiter der Triesnitz-Schule eine Lösung parat. Jede Etage des Hauses stellt ein Lernhaus dar, in dem jeweils 4 Lerngruppen à 18 Schülern ihre komplette Grundschulzeit verbringen. Mit diesem Schulmodell aus Schweden macht man aus einer großen Grundschule viele kleine.